willkommen zu einem neuen Video von LaeKimLol. Wir sind hier in OMSI 2 unterwegs mal wieder und wir sind hier mit einem ganz besonderen Bus, denn die VBBH hat sich nämlich einen neuen Bus gegönnt, beziehungsweise probt gerade einen neuen Bus, und zwar von der BVG. Und deshalb fahren wir jetzt auf der Linie SB1, die beziehungsweise Eurobus und VBBH haben sich einen neuen Bus gegönnt und das proben sie jetzt auf der Linie SB1. Und ich würde vorschlagen, fahren wir mit unserem grandiosen Wendekreis, der wirklich extrem gut ist, wie man hier unschwer erkennen kann. Zack, schon haben wir gedreht. Und damit fahren wir jetzt raus, in der Hoffnung, dass ich den richtigen Weg nehme. Hindenburgplatz, Stadtbibliothek. Moment mal, Moment mal. Augsburg. Sind wir überhaupt hier richtig? Nee, wir starten am Hildegardplatz. Wir starten doch am Hildegardplatz. Das heißt, es ist nicht die Route. Ein Moment. So, jetzt müsste alles stimmen. Das heißt, wir fahren los vom Hildegardplatz. Ich habe mich schon gewundert. So, vom Hildegardplatz fahren wir hier lang. Um die Kurve. Ich habe mich schon gewundert, warum die Stationsansagen so komisch sind und warum generell alles so komisch ist. Genau, ja. Ich nehme hier das Video nämlich zum zweiten Mal auf. Und das hat einfach nur den Grund, weil ich die falsche IBIS-Daten genommen habe. Und wir... hängen uns mal gleich hinten dran. Und drehen hier... Oh mein Gott, ist das Ding wendig. Zack. So. Bordstein nicht mitnehmen. Sehr, sehr wichtig. So. Bevor wir die Türen öffnen. Sintinischer Kreis. Moment mal, so weit sind wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Einen wundervollen guten Morgen. Guten Tag. Hildegardplatz. Genau. Hallo. So, wir haben nämlich hier den... Ja, einfach nur, ihr wisst, wie der immerhin aufgebaut ist. Dann würde ich vorschlagen, fahren wir ab. Ich hoffe, richtig. Sintinischer Kreis. So, genau, als Schnellbus halten wir nämlich nicht überall. Deshalb muss ich aufpassen, wo ich halte. Ach, komm schon. Lass mich raten, ich komme jetzt nicht rüber. So. Genau, der MAN-Doppeldeckerbus fährt leider seit dem 11.11.2022 nicht mehr in Berlin. Dazu kann ich auch noch was sagen. Die letzten fuhren auf der Linie 137 in Berlin-Spandau. Und die... Achso. Stimmt, das ist ja ein Expressbus. Halt, falsch. Augustaplatz. Nein, so war es das nicht. Die letzten fuhren in Spandau und genau. Die letzte Fahrt aber wurde in Berlin-Mitte, und zwar auf der Linie 200, ausgeführt, wo ich natürlich nicht dabei war. Und das...
macht mich schon echt traurig, dass ich nicht dabei war. Aber deshalb konnte ich auch gar keine Aufnahmen machen, deshalb genießen wir einfach nur jetzt hier die Fahrt. So, die Frage ist jetzt halt nur, wo ist der Synthenische Kreis? So, erstmal da hinten irgendwo ganz... Da hinten irgendwie nachladende Objekte. Wir haben hier keine Vorfahrt. Ist halt ein Expressbus. Das heißt, wir müssen nicht überall halten. Aber bisher fahre ich mich... Also, ich habe es nicht verlernt, mit dem Doppeldeckerbus zu fahren. Finde ich wiederum cool. So. Alter Schwede, da gibt es manchmal Kurven. Die sind wirklich... wo führt er mich überhaupt lang? Das ist wirklich extrem gemein hier, die Kurven. Ist das hier? Ah ja, da sind wir. Also sind wir nicht komplett falsch. Brems. Und sogar eine Minute zu früh. Beuge. Hallo, wie gefällt Ihnen der neue Bus? Wir müssen hier wieder zurück. Hallo? Doch. Der biegt eh da ab, genau. Und wir können hier abfahren. Augustaplatz. Ich glaube, wir sind. Ups, Augusta. Hier sind wir. Ich glaube, wir haben eine Station übersprungen, aber passiert auch dem Besten. Hier kommt der Kollege. Moin, ich bin mit dem. Oh Gott, ich lasse ihn mal vorbei. Kommt er gut vorbei? Mit dem Heck. Kommt gut vorbei. So. Genau, ich versuche hier ein bisschen durch Bad Hügelsdorf zu gurken und in der Hoffnung, dass ich hier nicht irgendwie falsch fahre. Aber bisher sieht es ganz gut aus. Ich glaube, ich habe nur eine Station ausgelassen. Sind wir hier falsch gefahren? SB1 ist richtig, ja. Was steht dann hier? Sehe ich so aus, als ob ich den Kreisverkehr nehme? Ich fahre einen Doppeldeckerbus. Das erst Augsburger Platz. Alter Schwede, ist das verwirrend. Oh mein Gott. Ich bin einer Hand. So. Oh nee. Das Augustaplatz. Augustaplatz. Ich habe hier noch hier Scheibenwischer aktiv. Ach Mann, wo ist das hier jetzt mit den blöden Scheibenwischern? W zu Steuerung W fährt er wohl zu Scheibenwischern. Zack. Zack. Mann. Umschalten keine. So, jetzt müsste alles mit Scheibenwischern gehen. Guten Tag. Oh nee. Ein Moment. So. Müsste jetzt gehen ohne Scheibenwischer. Ich habe noch ein paar Probleme mit der Tastenbelegung. Und erst hier kommt der Hildegard-Platz. Oh mein Gott, ich habe sogar richtig perfekt eingeparkt. Hallo? Kommen Sie halt! So. Leopoldsplatz, Luisenstraße.
Genau, hier dürfen wir rein. Oh, das wird jetzt richtig spannend hier. Einmal durch die Fußgängerzone. Drehen, 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 drehen. Bin ich hier falsch reingefahren? Oh nee, bitte sag nicht, ich bin hier falsch rein. Nee, ist alles gut. Ist alles gut. Darf ich hier lang? Jawohl. So. Ey! Danke. Warnblinker hatte ich an. So. Jetzt brauche ich gar keine Warnblinker mehr. Und halten hier am Bahnhof an. Hi, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Schon jemand oben den Sitzplatz gegönnt? Nö. Wundert mich ehrlich gesagt. Hindenburgplatz, Stadtbibliothek. So. Aber hier ist eh gar keiner. Sind wir eigentlich zu früh? Nee, wir sind genau pünktlich. Festspielhaus. So verrückt, mit so einem MN-Doppeldeckerbus durch Bad Hügelsdorf zu fahren. Natürlich habe ich hier vergessen, was einzuschalten. So viel, viel besser. Mein Kollege. Was ich auch krass finde an Bad Hügelsdorf, ist halt auch den Detailgrad, das finde ich am krassesten an Bad Hügelsdorf. Zum Beispiel einfach nur, das ist einfach schief. Das ist so heftig, wie das aussieht. Ich musste jetzt abbiegen. Alles gut. Sicher ist sicher. Kunsthalle. Mein Gott, wie das ruckelt. Hallo, liebes Spiel. Ich weiß, du musst nachladen, aber... So. Ich flieg jetzt vor. Zack. Hast du alles nachgeladen? Danke. Wir können ja mal selber so einen Doppeldeckerbus fahren. Taste. Wenn wir Einfahrt frei halten, also ich werde jetzt nicht vor der Feuerwehr parken hier. Bekommen.
Meine Güte, wenn ich hier falsch gefahren wäre. Das ist wieder mal... Ich habe doch hier alles nachgeladen. Das ist wieder mal so eine Kurve, die mit einem... Obwohl, doch, der Doppeldecker ist schon sehr, sehr agil. Also muss man wirklich sagen, mit der lenkbaren Hinterachse ist er schon sehr, sehr agil. So, aber mit seinen 300 PS ist er ein bisschen schwach. Und ja, das Ding hat wirklich nur 300 PS. Und hier dann abbiegen, damit man es ja nicht vergisst. Der Kollege als Solobus. Alter Schwede, ist das anstrengend, mit dem Ding zu fahren. Einschlag. Interessanter Name. So, ich habe mich noch nicht verfahren. Kunsthalle müsste bald kommen, vermute ich. Hier fahren wir auch durch. Kunsthalle müsste auf irgendeiner breiten Straße sein, wenn ich mich recht erinnere. Und wenn ich mich falsch erinnere, ja, dann fahren wir hier komplett den falschen Weg. Aber wenn Sie einen straffen Fahrplan haben, müssen Sie nicht fahren. Hier letzte Hecker. Ah ja, da ist Kunsthalle. Komm, da will ich noch. Halt. Bremse ab. Perfekt. Oh Gott, ist das eklig. Stimmt ja, Kunsthalle war ja diese eklige Station hier. Komm, kann der Volvo mal durchfahren? Lenk doch ein. Alter Schwede, das ist mein Lenkradius. Das ist mein Lenkradius. Junge, Junge, Junge. Das ist mein Lenkradius. Zack. Wo muss ich hin? Kurz mal gucken. Sicher ist sicher. Nicht, dass ich komplett falsch. Richtung Hauptbahn. Nee. Doch, Richtung Wieseneck und Hauptbahnhof. Das ist richtig. So krass, wie agil der Bus ist. Also klar ist es anstrengend, so einen Bus zu fahren, aber er ist auch gleichzeitig mega agil. Man saß meistens hier. Guckt mal. Hier saß man meistens. Und das war auch so cool, wenn so Busse vor einem waren. Einen Bordstein habe ich nicht mitgenommen und wahrscheinlich werde ich den zweiten auch mitnehmen. Oder? Nee, werde ich nicht. Ich habe nur den einen mitgenommen. Alter Schwede, ist das eine enge Angelegenheit. Vor allem, wenn man von hier sieht, sieht man halt den Doppeldeckerbus sowas von. Will keiner rein? Nö, nur alle wollen raus. Der SB1 fährt auch gleich ab. Dann warten wir. Ups, falsche Taste. Wir haben schon eine Minute Verspätung. Hi. Ah, natürlich spawnen die jetzt gerade. Was anderes kann ich mir ja auch nicht bei Umsi vorstellen. So. Verspäte mich.
Wehe, du läufst rüber. So. Hier haben wir so ein bisschen. Woran lag's? Ja, deshalb auch. Fahrzeug schwenkt aus. Ja, daran hätte ich denken sollen. Gleich nehmen wir hier auch noch das hier mit. Das ist auch so krass, wie er ausschwenkt. Darum steht das ja auch dort. Große Dollenstraße. Erstmal kurz den Nachladeruckler seines Lebens. So. Also der Nachladeruckler ging. Aber die Geschwindigkeit, mit der ich diese Kurve genommen habe, eher nicht. Gott, ist das eklig hier. Ich glaube, sogar mit einem Gelenkbus ist das hier schwer zu schaffen. Hallo? Ach, alles gut, alles gut. Da kommt jemand. Kurz mal. Hallo, Kollege. Oh, ich habe den, glaube ich, die Fortfahrt genommen. Tut mir leid. Nimmt es mir bitte nicht übel, weil ich sag euch das gleich. Hier, wir hatten eigentlich... Ich vermute mal, die hatten... Nee, die hatten tatsächlich keine Vorfahrt. Guck mal. Ich habe ihm gar nichts genommen. Aber wahrscheinlich gleich auch seine Rückspiegel. Meine Güte, ist das herausfordernd mit diesem Bus. Wir müssen uns auch beeilen. Ich habe 2 Minuten Verspätung. Da sind wir an der großen Dollenstraße. Wir haben Vorfahrt. Was anderes ist gelogen. Jetzt muss man natürlich hier perfekt reinkommen. Ich bin einfach ein okay, gut. Ich bin ein relativ guter Busfahrer. Hallo? So. Oh, sollten wir den noch abwarten? Fährt er überhaupt? Aber das meine ich hier mit dem Ausschwenken. Ich lenke voll ein und der schwenkt komplett aus. Oh, natürlich sollte ich hier ein bisschen mehr lenken. Zack. Deshalb aufpassen. Schweigroter Platz. Dann nähern wir uns langsam dem Hauptbahnhof. Oh. Ist nicht die Haltestelle. Wehe, es wird jetzt rot. Wehe. Ampel, wir verstehen uns. Darf man hier 50 oder nur 60? Darf man hier 60 oder nur 50 fahren? Ich weiß es nicht. Das ist auch das Krasse hier. Zack. Das nehme ich, glaube ich, auch als Bild. Das nehme ich, glaube ich, auch als Bild, damit wir sehen. Und da haben wir rot. Also hat das Überholen so ziemlich gar nichts gebraucht, außer ein cooles Foto. Sieht man auch mal, wer hätte das gedacht? Der Solobus ist ein bisschen kleiner. Aber da kannst du doch näher ranfahren, ist doch kein Problem. Was ist das hier? Nur mal kurz. Ach so, das ist ein Tor! Und hier ist ein kleines Kind, oder?
ein Mädchen, das ohne Ball aufs Tor schießt. Ja, braucht man schon ordentliche Augen, um das Netz zu sehen. Diese Ampel, meine Güte. Hinter uns ist immer noch der Bus. Nachladen mal wieder. Moment mal. Wir haben tatsächlich das hier vergessen. Aber wir fahren auch richtig, auch ohne diese Anzeige. So, dann schön nah ranfahren. Am besten ohne den Bordstein mitzunehmen. Das ist doch jetzt... Oh mein Gott. Ja, meine Güte, man kann drüber hinwegsehen. Okay, manche gehen auch hier raus. Muss man nicht verstehen. So, SB... Warte. Bevor hier das grün wird. SB1 fährt geradeaus. Bitte, komm. Mann! Ist doch blöd, das war noch offen. Ach, Mann. Ich bin immer noch hier, Kollege. Der macht grün. Das war ein absoluter Fail. Jetzt aber nicht. Noch zwei Stationen. Das ist gemein. Die Ampel ist gemein zu mir. Vor allem das... Hallo? Oh je. Vielen... Ein Moment. Obwohl, ist eigentlich egal. Das kann ich ja rausschneiden. Was ist das? Warum... Ein Moment. Ich muss kurz was nachprüfen. Alter Schwede, ich dachte, er nimmt nicht auf. So. Sieht so verrückt aus mit dem MN-Doppeldecker hier. Langsam wird die Performance aber auch schlechter, das merke ich. Und hier haben wir unseren letzten Halt, also unseren zweitletzten Halt. In Hoffnung, dass ich hier smooth ein... fahren kann. Nope. Lass mich raten, ich bin schon... Ah, es geht.
gut. Hinterachse ist ein bisschen aufgehängt. Das meine ich mit Fahrzeug schwenkt aus. Der lässt uns vorbei, danke. Hauptbahnhof. Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Warum hier nur 30 ist? Oh mein Gott, fahre ich hier nah an den anderen ran. Halt mal lieber ein bisschen Abstand. Sie fahren mega schlecht. Ja, sag mal. Könntest du mal das hektische Fahren bleiben lassen? Also immer so Gas geben mögen die gar nicht. Wollen Sie vielleicht auch mal geradeaus fahren? Hier ist eh Endstation, ist mir also eigentlich... Ey, der hätte mich fast nicht vorbeigelassen. Jetzt lädt er den Hauptbahnhof. So. Zumindest ein Teil davon geladen. So, dann haben wir unsere kleine Fahrt auch geschafft mit minimalen Verspätungen. Es ging eigentlich. Bin zufrieden mit dem Video. Es war auch eine anspruchsvolle Fahrt. Wo hat der sein Laber her? Die Frage ist halt nur, wo muss ich hin? Das ist natürlich die größte Frage. Bussteig 5. Weiß ich Bescheid. So. Mach mal einen Abflug. Ich muss hier ran. Ich muss einfach nur eine Minute vorspringen, ganz einfach. Zack. Nope. Funktioniert nicht. Noch eine Minute. Wir sind eh schon zu spät. Ja, dann muss ich... Ah, hier kann ich die Leute nicht rauslassen. Ey! Fahr weg! Fahr weg, Junge! Fernlicht scheppert. Oh, ja, dann lasse ich euch alle hier raus. Was soll man machen? Meine Damen und Herren, bitte hier aufpassen, wo ihr rausgeht. Dankeschön. Genau, alles okay. Alles im grünen Bereich. Wir waren sogar super. Ja, okay, gut. Aber sonst... Relativ zufrieden. Ja, komm, geht raus. Jetzt mache ich... Ja, jetzt mache ich einfach... Fahre ich hier nur kurz weg. Es wird garantiert, jawohl. Machen hier eine kurze Buspause. Zack. Wir haben ja einen wendigen Bus. Das wird schon funktionieren. Können kurz hier einparken für die ganz perfekten und dann würde ich sagen, beende ich das Video. So, dann würde ich sagen, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen mit dem MAN-Bus hier und genau, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert mich. Tschüss, sagt Lee Kim Lol.